Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute uns einem Thema stellen oder mit einem kurzen Thema beschäftigen. Der wahre König oder nur ein König, der echte König, der wahre König. Und dazu möchte ich mit uns in einem Psalm schauen, Psalm 47, Vers 7. Da heißt es, Lob singet Gott, Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde. Lob singt mit Einsicht. Mit Einsicht bedeutet, versteht es, begreift es in eurem Herzen, wisst es, ja, erkennt es, begreift es. Da ist nur ein König. Wir haben ja die letzten Wochen und Monate uns immer sehr lange mit Texten beschäftigt und ich möchte jetzt wieder eine Zeit nutzen, die nächsten Male, wo wir Andacht haben, wo wir auch ein bisschen hin und her gehen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament und wollen schauen, was Gott uns auch da in der Summe des Wortes zu sagen hat. Heute also hier ein kurzer Abschnitt des Psalmes 47. Es heißt hier viermal, Lob singt unserem Gott. Nun, Lob singen, das kennen wir aus dem Stadion, wenn Hymnen gesungen werden zur Ehre von Leuten, wenn gejubelt wird, wenn ein Tor fällt und so weiter. Aber es gibt natürlich noch mehr, wenn wir sehen, die Queen fährt irgendwo lang, da stehen dann am Straßenrand viele Leute und jubeln ihr zu. Und all das ist natürlich nur ein Abbild dessen, was im Himmel vor sich geht, wo die Bibel uns zeigt, dass da ein permanenter Lobgesang, ein Loblied, ein Jubel, was auch immer und wie auch immer wir uns das vorstellen können, zu Gott des Ehren gesungen wird. Wir kennen das also hier schon von der Erde, wenn so eine Freude ist, eine überschwängliche Freude, wie viel mehr dann im Himmel. Und die Bibel lädt uns hier ein, dass wir diesem Gedanken einmal kurz nachgehen, nämlich unser Leben ist ja nicht immer nur zum Jubeln und zum Feiern, sondern es gibt ja hier auf der Erde durchaus Schwierigkeiten, auch für die Kinder Gottes. Es ist ja nicht so, dass wir keine Krankheiten hätten. Es ist ja nicht so, dass es nicht auch Katastrophen und Nöte gibt. Leid, Herausforderung, Verfolgung. All diese Dinge, die ja keiner von uns so gerne möchte. Die Frage ist aber in diesen Zeiten, worauf fokussieren wir uns? Worauf richten wir unseren Blick? Wenn ich den Fokus auf die Not, auf das richte, was nicht so schön ist, ja, dann kann es durchaus sein und wird auch so sein, dass die Sorge, die Probleme sich nicht nur immer größer und mehr anfühlen, sondern es ist wie eine Spirale, die sich auf unser Herz, auf unsere Empfindungen, auf unsere Gefühle, ja auf unsere ganze Hoffnung richten, nämlich, dass wir ein Stück weit hoffnungslos werden, dass wir die Zuversicht verlieren und dass wir ja sogar in Gefahr stehen, depressive Gedanken zu haben, in Hoffnungslosigkeit, wie wird's nur werden? Fragen über Fragen, Sorgen über Sorgen. Aber die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, sorgt euch nicht, sondern wir sollen diese Sorgen auf Gott werfen. Wir sollen ihn an erster Stelle in unserem Leben haben. Und ihn an erster Stelle im Leben haben, bedeutet zu wissen, wer er überhaupt ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wer ist Gott? Er ist der König der ganzen Erde. Und wenn wir das begreifen, was das bedeutet, wenn wir wissen, der König der Erde, er ist mein Vater. Und Jesus sagt nicht irgendein Vater, sondern die Bibel macht uns deutlich, es ist mein lieber Vater. Er wird für mich sorgen. Er hat alle Macht. Nun, wenn wir hier auf Erden Vitamin B haben, jemanden kennen, der sehr einflussreich ist, sehr vermögend oder der ja letztendlich sehr viel Macht hat, dann fühlen wir uns durchaus sicher, weil wir sagen, ich kenne ja jemanden, der kann mir helfen, wenn ich in der Patsche stehe. Der kann mir Zuversicht geben, der kann seine Verbindungen spielen lassen und so weiter. Wie viel mehr haben wir dann als Kinder Gottes Grund, uns sicher zu fühlen, weil wir den König der ganzen Erde kennen und weil wir ihn Vater nennen dürfen, weil wir seine Kinder sind. Freut euch im Herrn, sagt die Bibel. Abermals sage ich euch, freut euch. Paulus sagt das, als er im Gefängnis ist und an die Epheser schreibt. Freut euch im Herrn. Genau darum geht es. Sich freuen am König der Könige. Das macht die Bibel hier schon im Psalm deutlich. Habt doch Einsicht, Lob singet. Das heißt, freue dich am König.
Du kennst ihn. Er ist dein Gott. Und das ist herrlich. Und das ist majestätisch. Und ihn sollten wir betrachten. Seine Größe, seine Macht, seine Stärke. Die Bibel sagt, er ist der König der ganzen Erde. Nun, wenn wir in die Erde und auf die Erde schauen, was Gott gemacht hat in seiner Weisheit, Kraft und Macht und Herrlichkeit, wie er das Tierreich, wie die Erde sich durchaus trotz Zerstörung des Menschen erholt, welche wunderbaren Zusammenhänge und tiefen Geheimnisse es da gibt. Vieles wissen wir ja noch gar nicht. Das zeigt uns, was für ein wahnsinnig großer, herrlicher König da im Himmel ist. Und er ist unser Gott, er ist unser König. Darum heute, egal wie es dir geht, egal was dich herausfordert, richte deinen Fokus auf ihn. Lob singet ihm, Lob singet dem König. Das darf uns Hoffnung bringen und Zuversicht, weil wir ihn kennen. Und deswegen gibt es auch keine hoffnungslosen und aussichtslosen Situationen. Deswegen ist kein Schmerz, keine Verletzung, kein was auch immer so groß, als dass nicht Gott imstande wäre, Trost, Hoffnung und Frieden zu geben. Und das Genialste ist, was auch immer hier auf Erden passiert. Selbst wenn es hier zu Ende geht, haben wir eine lebendige und gigantische Hoffnung und Freude, bei diesem König zu Hause sein zu dürfen in alle Ewigkeit. Gott segne euch. Und wir sehen uns morgen wieder.